Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Undertale. Letzte Folge haben wir Metaton besiegt. Und diese Folge wird es wohl Zeit, wieder Heil-Items zu kaufen. Wir sind so ziemlich am Ende, gehe ich davon aus. Ich weiß, ich habe letzte Folge gesagt, noch eine Folge. Aber es werden zwei werden, weil es wurde einfach zu lang. So, ich weiß nicht, warum ich jetzt den gesamten Weg zurückgelaufen bin. Das war einfach bescheuert. Wir hatten den Aufzug, aber... Naja, man weiß ja nie. Hier sind wir dann reingekommen. Also, praktisch. Glasbrücke. Naja, war doch gar kein so langer Weg jetzt letztlich durch diesen Hotlands Core. Und hier ist der Aufzug, den wir hätten benutzen können. Wo ich mir auch dachte, ach, fuck. Und wir sind draußen. Wir haben eine Menge an Geld, wenn ich mich nicht irre. Dadurch, dass wir diese Monster getötet haben, die verdammt viel Geld gegeben haben, wir haben über 1000. Und wir wissen, was das heißt, wenn wir über 1000 haben. Ja. Nein, wir werden uns nicht ein 300 Gold teures Sandwich kaufen, nur damit der Lappen mit uns redet. Wir haben einen verdammt langen Weg vor uns. Und ich denke, ich werde den Weg skippen. Aber vorher noch ein bisschen Eis kaufen. Nice Cream. Wir haben 4 Highlight-Items, 5 Highlight-Items. Wir brauchen alle Highlight-Items, die wir kriegen können. Ja, Tempei for College, yay! Kann sie endlich ins College gehen? Wow, die Augen! A lot of months! Yay, auch ins College. Sie hat ihren Mund vergessen. Okay, dann bis in 4 Jahren. Tür da. Cool, leck. Wow, ein neues Item, dein Ernst. 9999, Tamey Armor, makes battles too easy, 20 Death. Toll. Können wir uns natürlich nicht leisten, weil es viel zu verdammt teuer ist. Man könnte natürlich sagen, wir farmen jetzt noch ein bisschen im Final Boss Gebiet, aber... Nee. Echt nicht. Boy. Und wir sind wieder da. Wir haben Tammy das College noch gekauft. Nicht, dass es uns was gebracht hätte, aber sie kann jetzt. Sie ist jetzt zum College gegangen. Großartig, nicht wahr? Ich weiß nicht, was es mir jetzt gebracht hat. Also Moment, doch, ich weiß es. Aber ich kann mir jetzt die Rüstung kaufen, die viel zu teuer ist. Aber egal. Es geht weiter. Hier hat uns Alphys verlassen und der Aufzug führt uns weiter. Wohin führt er uns denn? Okay. Ich weiß nicht, was ich gerade suche. 2. Fuck yeah. Das ist so nützlich. Ja, aber auch nichts Sinnvolles dabei. Naja. Speicherpunkt und dann ein gerader Weg nach vorne. Ich weiß nicht, wann der Boss kommt.
Ich denke die ganze Zeit, der was könnte langsam kommen. Der Aufzug wird benutzt. Von wem denn? Es ist niemand da. Aber wir sehen die Stadt im Hintergrund, die wirklich schön ist. Hat so irgendwas Mittelalterliches, wie so Türme, so Burgtürme, so eckige. Auch wenn es vom Design her wirklich wenig Sinn macht, so viele Löcher in so Türme reinzubauen. Naja, was soll's. Oh! Das kennen wir doch. Das ist doch das Haus von Toriel. Please don't hesitate to come. Kisa Kitchen Hallway. Wie ist das denn überhaupt ein Schloss da? What the fuck? A Golden Flower. Es ist so grau hier. Treffen wir jetzt Toriel nochmal? Ha! Okay. A long time ago, a human fell into the ruins. Injured by its fall, the human called out for help. Das sind nicht wir. Ah, ein Schlüssel. Okay. White Fur. Und Feuermagie. Klingt nach Toriel. It's a trash can full of crumbled up recipes for Butterscotch Pie. Naja. Butterscotch Pie. Winsome, Azrael, the king's son, heard the human's call. He brought the human back to the castle. Okay. Aber Cinnamon Pie haben wir leider nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn verkauft oder gegessen. There's a heart-shaped locket inside the box. Ja. Ah, okay, verdammt. Wir haben ja noch ein zugemülltes Inventar. Tammy Flakes, raus. Heart-shaped locket, klar. Und Worn Dagger. Okay. Heart Locket. 15 Death, it says best friends forever. Und das andere war 12. Erhöht aber meinen Angriff. Ist jetzt die Frage, ich glaube, ich benutze den Cowboy-Hut einfach, weil ich dann mehr Schaden mache. Wobei 15 Verteidigung natürlich wirklich nice wären. Aber 5 Angriff. Perfect for cutting down plants. Plants? Das ist mir gar nicht aufgefallen das letzte Mal, dass es das sagt. Naja, aber die Pistole muss sehr genau benutzt werden, sonst macht sie wenig Schaden, das haben wir ja gemerkt. Wir kriegen also wieder ein neues Moveset. Anscheinend steht jemand auf goldene Blumen. Yep. Golden Flower, Golden Flower. Golden Flower. Room under renovations. Und noch ein Schlüssel. Huh. Over time, Azrael and the human became like siblings. The king and queen treated the human child as their own. The underground was full of hope. Oh, okay, das ist cool. Damals war es anscheinend noch nicht so mit der kompletten Trennung der beiden Menschen und Monster. Ein Zimmer, das war bei, denk zu, bei Toriel. King size bag, bed, clothes drawer, there are ropes, bottom shirts, and a pink handmade sweater that says Mr. Dead Guy. Wow, it's Burrow. Ah, okay. Mit Santa Claus Outfit. Noose Nuzzle Champs. Okay. For King Dead. Okay. Scheint ein richtiger Vater gewesen zu sein. Oder zu sein, ich weiß es ja nicht. Aber es sieht ziemlich trist aus. Das ganze Grau, bis auf die Blumen. Ein alter Kalender mit einem eingekreisten Datum. Oh, noch was. Then one day the human became very ill. Oh, der arme Mensch. The sick human had only one request. To see the flowers from their village. But there was nothing we could do. Das ist schade. Wie ging's weiter? The next day. The next day. Punkt, Punkt, Punkt. The human died. Oh. Azrael, racked with grief, absorbed the human's soul. He transformed into a being with incredible power.
Oh. With a human soul, Azrael crossed through the barrier. He carried the human's body into the sunset, back to the village of the humans. Oha, das erste Monster, den ich hier sehe, dann vermutlich. Azrael reached the center of the village. There, he found a bed of golden flowers. He carried the human onto it. Die goldenen Blumen, die wir die ganze Zeit jetzt gesehen haben. Chiron, suddenly screams rang out. The villagers saw Azrael holding the human's body. They thought that he had killed the child. Nein! The humans attacked him with everything they had. He was struck with blow after blow. Azrael had the power to destroy them all. Aber hat's nicht gemacht. But Azrael did not fight back. Clutching the human, Azrael smiled and walked away. Oh. Wounded, Azrael stumbled home. He entered the castle and collapsed. His dust spread across the garden. Oh. Der Garten des Königs. The kingdom fell into despair. The king and queen had lost two children in one night. The humans had once again taken everything from us. Oh nein! Die armen Monster. The king decided it was time to end our suffering. Every human who falls down here must die. With enough souls, we can shatter the barrier forever. It's not long now. King Asgore will let us go, will give us hope and will save us all. King Asgore. Sie legen alle Hoffnung in ihn anscheinend. You should be smiling too. Aren't you excited? Aren't you happy? Nein, ich will nicht sterben. Was soll das? Froggit, you are going to be free. Oh, danke. Großartig. Geht's da weiter oder zurück? Das ist die Frage. Last Corridor. Na, dann geht's hier wohl da unten weiter. Ah, wir sind jetzt hier unten. Also vorhin hat anscheinend jemand den Aufzug benutzt, während wir vorbeigelaufen sind. Da ist irgendjemand uns gefolgt. Das kennen wir doch irgendwoher. Ganz am Anfang hatten wir doch mal eine ähnliche Szene, als wir das erste Mal Sans getroffen haben. Ha. So viel zu dem Thema. So you finally made it. The end of your journey is at hand. In a few moments you will meet the king. Together you will determine the future of this world. Er wird uns richten. Für alles, was sie gemacht haben. For every XP. What's XP? It's an acronym. Experience Point. Execution Points! Oh. Oh. Oh Gott. Und dann, aber unsere Liebe erhöht sich. Auch ein Akronym. Level of Violence. Wir sammeln Execution Points, um Levels of Violence zu bekommen. Oha. Das ist natürlich... Naja, wir haben alle getötet, die wir getroffen haben. Wir haben keine Gnade walten lassen, aber... Truthfully, it doesn't really matter what you said. Naja, aber nur den Anfang. No. Nein, definitiv nicht. You dirty brother! Oh, die Augen! Oha! Oha! Sonst macht mir ein bisschen Angst. Naja gut, ich habe seinen Bruder getötet. Ha.
Ist verständlich, dass er da ein bisschen böse auf mich ist. Ein langer Gang. Und jetzt? Eine Biegung. Was steht hier? Throne Room. Ah, das scheint dann doch das Ende zu sein. Okay. Was ist hier unten, wenn da oben das Ende ist? Eine Treppe. Wow, großartig. Särge? It's a coffin, there's a name engraved to it. Link, it's empty. Oh, die ganzen Menschen, die sie getötet haben. Wie viel waren es? 7 Stück brauchen sie und 6 haben sie schon. Ich hätte ja gern die anderen mal inspiziert, einfach um zu wissen, wer die anderen waren. Aber von der Farbe der Herzen her würde ich sagen, kann man erkennen, wer es umgebracht hat. Eventuell. Oh, ein Blumenbeet. Asgore. Ja. Das ist anscheinend Asgore. Hallo? Dum-di-dum. Is someone there? Just a moment. Ich gieße nur schnell die Blumen, die ganzen goldenen Blumen. Oh! Der sieht. Ja? Gleichfalls. Oh. Er sieht ein wenig aus wie Toriel. I so badly want to say, would you like a cup of tea? Das hat sie auch gesagt, you know how it is. Aha. Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming. Perfect weather for a game of catch. Okay. You know what we must do. Ja, ich muss dich umbringen. Ich muss hier raus. Tut mir echt leid. It's a throne. Und hier ist noch ein Thron. Mit einem weißen Tuch bedeckt. Also, weil sie es mittlerweile noch nicht denken kann, sollte bald klar werden. Ich will nicht an den Besuch beim Zahnarzt denken. Was soll denn das? Are you ready? Okay. The end. Eigentlich bin ich bereit. Und das kennen wir auch. Hier sind wir das erste Mal gespawnt quasi. Hier sind wir runtergefallen. Und hier haben wir das erste Mal Flowey getroffen. Die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Jo. Langer weißer Gang. This is the barrier. This is what keeps us all trapped underground. If by chance you have unfinished business, please do what you must do. Nein, das ziehen wir jetzt durch. I see, this is it then. Natürlich. Ready or not? Ja, sie haben 6 und sie brauchen 7. A strange light fills the room. Das ist der Score. Twilight is shining through the barrier. Das war anscheinend die Barrier, die wir gesehen haben. Das Ende unserer Reise. You're filled with determination. Human. It was nice to meet you. Goodbye. What? Nein! Wow! Hat der gerade mein Mercy-Zeichen zerstört? Ne, ich wollte eh keine Gnade walten lassen, egal. Aber, nein. Esko sieht ziemlich angepisst aus. Na, wir reden nicht mit ihm. Ah, wir haben jetzt nur noch einen Strich. Das macht es natürlich einfacher. Er hat viel Leben. Ah, das Moveset kennen wir doch von Toriel. Okay, oh nein, das hatten wir auch bei Toriel, glaube ich, aber das ist so eine hässliche Attacke und wir haben gerade 27 Leben verloren. Das war scheiße. Oh nö. What the fuck? Und wir haben nochmal 20 Leben verloren. Ah, okay. Bei dem Angriff sieht man seine Attacken in der Reihenfolge. Und man musste sich vorstellen wie Laserbarrieren. Das heißt, orange nicht bewegen, Moment, orange bewegen, blau nicht bewegen. Spider-Sider, 24 HP, gar nicht schlecht. Aber wir müssen uns jetzt quasi aus diesem Kreis rausbewegen. Erinnert mich ein bisschen an. Ah, da gab es nur dieses eine Spiel. Hexagon, Super Hexagon oder so ähnlich. Aber ich meine, es gab es auch schon früher ähnliche Spiele. Okay, dann ist scheiße. Nur noch 17 Leben, sehr gut. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Blau, rot, rot. Blau, rot, rot.
Ich glaube nicht, dass es komplett funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie man sich bewegen muss. Aber wahrscheinlich entgegen der Schlagrichtung. Spider-Side, 12 HP. Okay. Ich weiß nicht, was das eigentlich darstellen soll. Ich denke immer an Wähle. Okay, wieder Super Hexagon. Punkt, Punkt, Punkt. Sei, dass du Schaden bekommst. 163 Schaden ist gar nicht schlecht. Blau, Orange, Rot, Orange. Das sah doch gut aus, oder? Okay, wir sind bei der Hälfte. Ah, die Scheiße schon wieder. Okay. Was kommt jetzt? Das ist richtig hässlich. Man sollte quasi in der Mitte bleiben, ansonsten wird man von den Wellen an der Seite getroffen. 15 HP, sehr gut. Oh, jetzt bewegt sich's auch noch. Das ist natürlich echt fies. Okay, wir sind ungefähr beim Drittel. Bewegen, bewegen, bewegen. Yep, hat geklappt. Es ist wirklich egal, in welche Richtung man sich bewegt. 166 HP. Wieder diese Wähle. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Aus meiner Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Naja, irgendwie wird schon sein. Wahrscheinlich seine komische Feuermagie. Die er ja auch bei seinem Ofen beim Kochen benutzt. 6 HP ist nicht gut. Das ist ein hässlicher Angriff. Okay. Wir haben es bald geschafft. Bewegen, stehen bleiben, stehen bleiben. Ich glaube, ich wurde einmal getroffen. Die letzte Ice Cream, wir haben 25 Leben und jetzt dürfen wir quasi nicht mehr getroffen werden. So viel zu dem Thema, wir haben noch 19 Leben. Und es ist, er hat immer noch einiges an Leben. Oh Mann, oh. Noch 9 Leben. Tja, wir können uns nicht mehr heilen. Kein Zurück mehr. Oh, okay. Alles ist wie bei Toriel. Sehr cool. Ah. So, that is how it is. I remember the day after my son died. The entire underground was devoid of hope. The future had once again been taken from us by the humans. In a fit of anger, I declared war. I said that I would destroy any human that came here. I would use their souls to become godlike and free us from this terrible prison. Then I would destroy humanity and let monsters rule the surface in peace. Soon the people's hopes returned. My wife, however, became disgusted with my actions. Ist weggegangen. Und wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, es ist natürlich Toriel. Seine Frau, die Königin. Die wirst du nicht mehr sehen. Ja, ich verschwinde. Scheiß auf Mercy. No mercy for the wicked. Und er ist tot und wir können endlich gehen. What? Ah. What? Mein Gott. Chloe, hihihi. So you finally get it. In this world. It's kill or be killed. Und das war's für heute mit Let's Play Undertale. Bis zur nächsten Folge, wo es weitergeht.